Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Pep Guardiola hat jetzt gesagt, wir killen die Spieler, Mirko Slomka. Haben wir die Schraube schon überdreht? Sind wir auf dem besten Wege dazu, die Schraube zu überdrehen? Hat Pep Guardiola schon recht, wenn er sowas behauptet? Ja, ich bin jetzt grundsätzlich ein bisschen anderer Meinung, weil ich finde ja, dass wir Trainer dafür verantwortlich sind, erstens mal einen Kader mit dem Verein zusammenzustellen, der passend ist für die Belastung, die mich erwarten. Also manchmal ja nur DFB-Pokal und Bundesliga, manchmal halt auch noch den internationalen Wettbewerb dabei. Wir sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass wir zwischen den Partien die richtigen Merkmale, Indikatoren erkennen, die uns zeigen, der Spieler braucht eine Pause oder auch nicht. Und ich sage nochmal, es ist manchmal besser, diesen Spielrhythmus zu behalten, alle 3 oder 4 Tage. Wir sehen es jetzt auch beispielsweise bei Leverkusen, die haben die letzten 3 Spiele, ich glaube in 8 Tagen, innerhalb von 8 Tagen 3 Spiele gemacht, alle 3 gewonnen. Wo ist jetzt plötzlich die Überbelastung gewesen oder woran lag das jetzt? Also es gibt ja auch immer die Gegenbeispiele. Und ich kann nur sagen, dass man auch Freude verbreiten kann mit der nächsten Partie. Ne? Wenn man international spielt, wie wir jetzt mit Hannover beispielsweise oder auch mit Schalke, wir haben uns gefreut auf den Dienstag, auf den Mittwoch, auf den Donnerstagabend. Und wir haben uns auch wieder gefreut auf die Bundesliga, auch wenn man dann vielleicht mal einen Gegner hat, wo es schwierig ist, sich zu motivieren. Aber es war für uns pure Freude und nicht irgendwie, boah, schon wieder.